Cigarettes, wirklich ein Spitzengrieche. Das ist ein echter Geheimtipp. Ja, hört sich gut an. Auf jeden Fall besser als die ständige Hähnchenbude. Gerrit, Feierabend kannst du vergessen. Ach, Alex, kann ich den Laden nicht einmal pünktlich verlassen? Was soll ich denn machen? Oh weh. Schönen Feierabend. Ciao, Max. Ciao. Ja, der KTU-Bericht. Am Tatort wurde ein Champagnerglas gefunden mit Fingerabdrücken einer vorbestraften Prostituierten drauf. Und wieso ist sie vorbestraft? Ja, jetzt kommt's. Die hat Männern K.O.-Tropfen ins Getränk getan und dann denen die Sachen geklaut. Ist sehr interessant. Ja. Caroline Sendling, ihre Kriminalakte. Das sieht gar nicht aus wie eine gewerbliche. Ja. Ich habe mal mit den Kollegen von der Sitte gesprochen. Die meinten, sie würde jetzt gerade im Maison Heike arbeiten. Das ist wohl ein ziemlich gehobener Laden. Ja, den Laden kenne ich. Am besten fahre ich da gleich mal hin. Gerrit, brauchst du nicht. Robert und Michael sind schon auf dem Weg dorthin. Na prima. Zum Griechen darf ich nicht, in Puff darf ich nicht fahren. Was bleibt mir denn da noch? Noch nie gesehen. Ach, kommen Sie. Wir wissen doch, dass Sie hier arbeiten. Also? Wissen Sie aber mehr als ich. Ich bin die Geschäftsführerin. Ich sollte doch schließlich am besten wissen, welche Damen für mich arbeiten. Hören Sie, wir sind nicht vom Finanzamt. Also, wo ist sie? Warum sollte ich so einen schönen Mann wie Sie besuchen? Ich kenne die Dame nicht, ehrlich. Vielleicht kennen Sie ja wenigstens Ihre Kundschaft. Wer soll das sein? Gregor Strobitz. Der Mann wurde ermordet und hatte vermutlich Kontakt zu der gesuchten Frau. Wissen Sie, wer hier mit wem verkehrt, das sollte ich wohl am besten wissen. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Kann ich sonst noch was tun für die Herren? Nein, vielen Dank. Ah, Sekunde mal eben. Kriminalpolizei. Hier. Schon mal gesehen? Nee. Polizei? Hier im Haus? Machen Sie mir bitte die Rechnung. Es tut mir wirklich sehr leid. Sie versauen mir hier das ganze Geschäft. Wir haben Kunden aus den höchsten Kreisen. Das ist nicht irgendwie ein billiger Puff. Das mag ja alles sein, aber trotzdem werden wir uns hier noch ein bisschen umschauen. In den höchsten Kreisen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Sehe ich genauso. Hey, Gregor Strobitz war ein Stammkunde von mir. Der hat mich auch öfters in die Villa bestellt, ja. Aber gestern war ich nicht da. Und wie erklären Sie sich dann, dass wir Ihre Fingerabdrücke auf einem Champagnerglas gefunden haben? Ich habe keine Ahnung, wie die da dran kommen. Ich war nicht da. Ach nein. Frau Sendling, wo waren Sie gestern Morgen zwischen 6 und 7 Uhr? Ein Kunde hatte mich gebucht. Das ganze Wochenende, bis gestern Nachmittag. Das lässt sich ja dann ganz leicht überprüfen. Wie heißt der Mann? Das ist ein hohes Tier, der wird's eh nicht zugeben. Es ehrt sie ja, dass sie den Mann decken wollen. Aber hier geht es um Mord, Frau Sendling, um Mord! Also? Fritz Graf von Parson. Der? Das glauben Sie doch selbst nicht. Ja, der. Überprüfst du das bitte? Ja, klar. Was soll ich denn überhaupt für ein Motiv gehabt haben? Gregor hat immer gut bezahlt. Ja, vielleicht hat er aber nicht gut genug bezahlt. Ihnen dürfte wohl kaum entgangen sein, dass der Mann sehr wohlhabend war. Ja, schon, aber das ist doch völlig... Jetzt passen Sie mal gut auf, Frau Sendling. Sie sind vorbestraft wegen Diebstahls beim Beischlaf. Unter Verwendung von K.O.-Tropfen. Und Herr Strobitz hatte auch K.O.-Tropfen in seinem Blut. Ja, Michael? Was? Wo seid ihr? Ja, okay, aber seid vorsichtig, ja? Okay, tschüss. Polizei! Was machen Sie denn hier? Da ist ein Geheimversteck, aber es ist leer. Und wie kommen Sie hierher? Der Postbote war so freundlich, uns mitzuteilen, dass das Siegel an der Tür gebrochen wurde.
Mein Vater hat mir einen Schlüssel zur Villa gegeben. Ach, unseren Kollegen haben Sie doch gesagt, dass Sie keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Das war gelogen. Wir haben uns nach der Beerdigung häufiger getroffen und uns versöhnt. Er hat mir auch das Versteck hier gezeigt, für den Fall, dass ihm was passiert. Er hatte wohl eine Vorahnung. Und warum haben Sie das nicht sofort gesagt? Es war Schwarzgeld. Das hat er mit seinem Kollegen, diesem Hönniger, da zusammengerafft. Und jetzt ist es weg. Die ganzen 200.000. Na schön, Schwarzgeld. Ja und? Das macht in der Baubranche jeder. Jeder? Na ja, fast jeder. Ach, alle. Jedenfalls habe ich das Geld nicht gestohlen. Und Gregor umgebracht habe ich deswegen schon ganz gewiss nicht. Ich habe selbst genug Geld. Das glaube ich Ihnen. Wir sind Ihre Unterlagen mittlerweile mal durchgegangen. Steuerhinterziehung und so weiter. Da kommt natürlich einiges zusammen. Das ist eine ganz andere Baustelle. Darum können sich die Anwälte kümmern. Aber mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Und Kerstin kann bestätigen, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt zu Hause war. Warum glauben Sie uns das nicht? Das hier ist der abschließende KTU-Bericht. Am Tatort hat man Ihre DNA gefunden. Ach, das wundert Sie. Das ist doch völlig logisch. Wir waren Geschäftspartner. Ich bin ständig in der Villa gewesen. Ich bin da praktisch ständig ein- und ausgegangen. Entschuldigung, ein- und ausgerollt. Ach, Schatz, jetzt reg dich doch nicht so auf. Ach, lass mich. Die haben überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Herr Hönniger, wer könnte noch von dem Schwarzgeld in der Villa gewusst haben? Gregor hat sich häufig Prostituierte kommen lassen. Er war ein regelrechter Sexprotz. Und hinterher hat er nichts Besseres zu tun, als mir alles haarklein zu erzählen, während ich hier in diesem Ding sitze. Hat er denn auch mal einen Namen erwähnt? In letzter Zeit hat er sehr häufig von einer Caroline gesprochen. Die war sehr oft da. Von der wäre er richtig begeistert. Die wollte er sogar heiraten. Unglaublich. Kennen Sie die? Ja, das ist meine. Woher haben Sie die? Die wurde bei der Durchsuchung Ihrer Wohnung gefunden. Ziemlich teures Stück. Ja. Und mit vollem Körpereinsatz erarbeitet. Die habe ich nicht geklaut. Das glaube ich Ihnen sogar. Aber was ist mit dem Inhalt? Genau 200.000. Genauso viel wie das versteckte Schwarzgeld. Ja. Und dann noch die Fingerabdrücke auf dem Champagnerglas. Also, ich würde sagen, die Sache ist rund. Ja. Das muss mir jemand untergejubelt haben. Ach ja. Und wer? Eine Kollegin? Ich bin schließlich nicht die Einzige aus unserem Etablissement, die eine Villa zu sich bestellt hat. Alex, kommst du mal bitte? Kleinen Moment. Ich habe diesen prominenten Freier endlich erwischt, den sie als Alibi angegeben hat. Diesen Fritz Graf von Parson. Genau, den. Erst hat er alles geleugnet, aber ich habe ihm nur klargemacht, dass es um Mord geht, da das zugegeben, ihr Alibi stimmt. Gerrit. Dieses Glas. Was ist damit? Das Glas vom Tatort mit den Fingerabdrücken von Caroline Sendling. Genau solche Gläser benutzen die im Bordell. Du glaubst, es will ja jemand die Schuld tatsächlich in die Schuhe schieben. Na, vielleicht steckt ja wirklich eine Kollegin von ihr hinter dem Ganzen. Aber ich so weiß doch, wie die Weiber da drin ticken. Die halten zusammen, aus denen kriegen wir nichts raus. Na, vielleicht sind die ja Freiern gegenüber offener. Undercover? Tja, mich kennen Sie. Also ich kann da nicht rein. Außerdem ist es ein ganz nobler Laden. Er bräuchte da wirklich jemanden mit Stil. Mhm. Tja, ich kann auch schlecht reingehen. Ah. Hey, Doc. Hallo. Ja, zu euch wollte ich eh gerade noch. Ey, du bist doch richtig schick heute. Ja, ich muss im Anschluss noch zu Gericht. Also, naja. Perfekt. Schon, oder? Ja, ist ja sehr nett hier bei euch. Kuschelig. Und so nette Musik. Magst du Musik? Ja, klar. Ja, ich auch. Ich habe sogar früher mal selber Musik gemacht. Lange her. Dann zeig mir mal dein Instrument. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. Also, Entschuldigung. Aber wenn Chiara nicht so erfahren ist, vielleicht wäre Cheyenne etwas für sie. Ja, okay, vielleicht, genau. Hallo, guten Tag. Ich weiß nicht so recht, vielleicht doch nicht so ganz. Ich
sehe schon, Sie sind ganz ein Anspruchsvoller. Cheyenne, bist du so lieb. Schick Katharina. Danke. Sie ist nur tagsüber da. Katharina wird Ihrem Geschmack entsprechen. Okay, da bin ich mal gespannt. Na, was kann ich für Sie tun, Süß? Das ist ein Ding. So sieht man sich wieder. Gregor hat mich in mir so ein Heike gesehen. Er hat gesagt, dass er alles meinem Mann erzählen würde, wenn ich nicht mit ihm schlafe. Da habe ich Dieter abends ins Bett gelegt und bin raus zu Gregors Villa gefahren. Ich wusste, dass er keine Ruhe geben würde. Also hatte ich alles vorbereitet. Trink doch erst mal was. Tschüss, tschüss, tschüss. Von den Frauen aus Maison Heike habe ich erfahren, wie ich an die K.O.-Tropfen rankomme. Sie hatten sich ein Champagnerglas ihrer Kollegin besorgt, mit ihren Fingerabdrücken drauf, und haben das dann am Tatort platziert. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Wieso Sie keinen Sex mit ihm haben wollten? In Ihrem Etablissement haben Sie es doch auch mit jedem getrieben. Das ist doch ganz was anderes. Das sind fremde Männer gewesen. Aber Gregor war der beste Freund von Dieter. Ich hätte Dieter gar nicht mehr in die Augen schauen können nach all dem, was passiert ist. Der Autounfall, ich meine, ich liebe meinen Mann. Verstehen Sie das denn nicht?